Gut, so viel dazu. Wie fangt ihr jetzt am besten an? Alles fängt an mit einem Ziel. Ja, wer kein Ziel hat, was einen antreibt, der ist auf dem Verlierergleis. Ja, das ist so. Aber ein Ziel alleine reicht noch nicht aus. Selbst wenn du ein starkes, motivierendes Ziel hast, dann brauchst du noch Gewohnheiten und Umsetzung. Wer nicht in die Aktion kommt, dem nützt auch das beste Ziel nichts. Ich gebe euch ein ganz plakatives Beispiel. Person A hat ein Riesenziel, will reich werden, große Villa, macht aber nicht die notwendigen Dinge, ja, um in diesem Geschäft Erfolg zu haben. Person B hat gar kein Ziel, lernt aber, dass sie jeden Tag einen Kunden, einen Zähler schreiben soll. Jetzt schreibt die Person jeden Tag einfach nur einen Zähler ohne Ziel. Was glaubt ihr, wer von den beiden ist schneller erfolgreich? Wer von denen wird Ergebnisse erzielen? Die Person, die Gewohnheiten hat. Also Ziele sind wichtig, damit man weiß, warum man etwas tut. Aber viel wichtiger sind Gewohnheiten. Und richtige Gewohnheiten, ja, sind bei uns zum Beispiel jeden Tag zwei neue Termine vereinbaren. Jeden Tag 5 bis 10 Menschen in unseren Sales Funnel zu bekommen. Jeden Tag vielleicht, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin nicht der Telefonierer, dann wähle ich halt die Strategie zum Beispiel mit Facebook Live. Das heißt, ich gehe einfach live jeden Tag oder zweimal die Woche, ja, bei Facebook und Co. Ja, und sammle dort dann die Leads ein. Wie das geht, das zeigen wir euch alles. Ja, wenn ihr da Hilfe und Unterstützung braucht, wichtig ist, ihr müsst für euch den Weg wählen. Und bei dem Weg, den ihr für euch gewählt habt, da unterstützen wir euch dann und helfen. Ja, das ist überhaupt keine Frage. So, das sind Gewohnheiten, die bringen euch voran. Ja, Auftragsbuch täglich schreiben. Ja, zu überlegen, wen kann ich als nächstes kontaktieren. Abrechnungen einsammeln. Verkaufsgespräche führen. Jeden Tag einen Zähler schreiben. Jeden Tag einen neuen Vertriebspartner rekrutieren. Ja, das sind Gewohnheiten, die bringen euch nach vorne. Alles andere einfach weglassen. Und das ist das ganz Entscheidende an der Geschichte. Ja, und dementsprechend wünsche ich euch, dass ihr gewinnbringende Gewohnheiten installiert. Und dazu haben wir ein Tool. Ja, weil das ist ja wie beim Fitness auch. Es geht ja um Training. Ja, du kriegst ja keine Muskeln, wenn du keine Gewichte hebst. Ja, aber von jedem Mal, wo du Gewichte hebst, wird das Ganze leichter und leichter. Ja, und so ist es hier auch. Wir fangen an, wir haben einen Plan. Den zeige ich euch schnell. Wer den haben möchte, einfach mich dann anschreiben. Dann kriegt ihr den von mir. Und zwar ist das ein täglicher Erfolgsplan für Teamleiter. Ja? Ihr konzentriert euch auf zwei Dinge. Wie viele Zähler und wie viele Vertriebspartnerregistrierungen. Ihr tragt es hier ein und dann könnt ihr immer hier mit Strichen machen, wie viele noch fehlen oder wie viele da sind. Ja? So, dann, was sind die drei wichtigsten Aufgaben heute? Abrechnung einholen, Verkaufsgespräch führen, Anwerbungsgespräch führen. Ja, so, und dann haben wir die täglichen Pflichtaufgaben. Ja, und wenn ihr die jeden Tag durchgeht, egal ob ihr jetzt in dem Bereich schon was habt, wenn ihr zum Beispiel jetzt neu seid, ja, und ihr habt noch keine Service Calls, kein Problem. Wichtig ist, dass ihr das hier seht, ja, und dann lasst ihr den halt frei. Aber allein, dass ihr jeden Tag die Liste abarbeitet, ja, werdet ihr feststellen, werdet ihr Automatismen erzeugen, die euch helfen. Und zwar in dieser Reihenfolge. Ihr macht die Aktivitäten in dieser Reihenfolge. Nicht hier unten anfangen, sondern bei 1 anfangen und sobald die Aufgabe erledigt ist, machen wir hier einen Haken rein. Ist die nächste Aufgabe erledigt, machen wir einen Haken rein. Und so fangt ihr an, euren Muskel zu trainieren. Und ihr werdet feststellen, mit jedem Tag, wo ihr das Ganze umsetzt, am ersten Tag werdet ihr vielleicht nicht alles schaffen. Ihr werdet auch am zweiten oder am dritten Tag nicht alles schaffen. Aber vielleicht nach einer Woche schafft ihr das erste Mal komplett. Und dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Und dann schafft das mal wieder einen Tag nicht. Dann kommt mal wieder 2, 3 Tage, wo ihr es schafft, hintereinander. Und das ist das Entscheidende. Nicht aufhören. Immer wieder von vorne anfangen. Immer wieder Punkt 1 und alles andere einfach weglassen. Und dann könnt ihr gar nicht anders wie Erfolg haben. Und das ist mir einfach wichtig, an der Stelle nochmal zu sagen. In diesem Sinne würde ich jetzt sagen, da wir jetzt in der Zeit schon super weit fortgeschritten sind, machen wir es jetzt einfach folgendermaßen.
eure Fragen. Ich schaue jetzt noch mal im Chat, ob wir jetzt Fragen noch haben, die noch nicht beantwortet wurden.